Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich sehen könnt, denn ich mache hier gerade das, was in dem Video zur Terrapin tatsächlich gezeigt wurde, wo die sich quasi aufhält, und zwar auf Asteroiden. Und ja, man sieht die, man sieht sie quasi überhaupt nicht. Das ist schon richtig, nur das Problem ist, ja, man kann auch nicht auf Asteroiden landen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Denn das war eigentlich das, was ich hier machen wollte. Und ich wollte ganz cool, einen ganz coolen Auftritt am Anfang machen. Aber wenn ihr hier seht, ja, ich platze direkt wieder ab. Hervorragend! Ja. Man kann also auf Asteroiden nicht landen. Und genau so wurde sie beschrieben. Denn das sollte man eigentlich machen können. Willkommen zu einem neuen Before You Buy. Wir gucken uns heute die Terrapin an. Ein Schiff, was gerade ein quasi... Nachdem ich jetzt zu dem großen, bösen Asteroiden zurückgekommen bin, erstmal die Begrüßung und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen. Ja, ich wollte eigentlich damit anfangen, dass dieses Schiff sehr alt ist und deswegen habe ich diesen alten Spacesuit an. Der alte Spacesuit ist jetzt hier in diesem großen, bösen Stein irgendwo verschluckt. Dementsprechend fehlt mir ein Subscriber-Outfit. Aber alles gut, wir kümmern uns heute um ein wunderschönes Schiff, was leider absolut kein, ja, keine Liebe von CIG erfährt, würde ich einfach mal so behaupten. Absolut gar keine. Wir sprechen von der Terrapin. Ein wunderschönes Schiff. Eine wunderschöne kleine Schildkröte. Und ja, wie gesagt, sie erfährt leider keine Liebe. Und sie hat anfangs so viel Liebe bekommen. Sie hat VTOLs, die sich sogar mit quasi ausfahren. Ja, ihr seht es, die fahren sich so richtig schön zur Seite aus. Guckt euch das an. Ui. Da war so viel Liebe. Da war mal so viel Liebe. Dann hat sie nur eine Tür, die aufgeht. Mehr geht hier leider nicht auf. Und dann hat sie, und das ist das Coolste überhaupt, zip. Sobald man ihr Landing Gear rausfährt, geht sie in Betriebsmodus sozusagen. Und das wollte ich euch eigentlich zeigen, indem ich auf dem Stein sitze, weil genau so saß sie quasi auf den Steinen in ihrem Werbevideo. Hier noch ihre Lichterchen. Ja. Und ja, das ist quasi alles, was wir von der Terrapin so zu sehen haben. Aber das ist richtig, richtig schön. Es fährt richtig viel auf. Und wenn ich hier nochmal drücke, ihr seht, ihre Shell quasi geht hier zu. Ja, hier müsst ihr genau hingucken. Bap, das geht quasi zu, wenn man landet oder wenn man halt startet. Also landen geht's auf und ansonsten geht's zu, dass man mehr Übersicht hat. Und ja, ein richtig, richtig, richtig süßes kleines Schiffchen, was für den Einsatz zum Scannen gedacht ist und was jetzt halt, wie gesagt, derzeit gerade in den Top 8 des Ship Showdowns ist. Mal gucken, ob es weiterkommt. Weiß ich jetzt noch nicht an dem Tag, wo ich das Video hier aufnehme. Ja, gucken wir mal rein ins Schiff. Im Schiff drin haben wir nämlich auch einiges. Wir haben ein ziemlich übersichtliches, ja, also ich mache jetzt nochmal hier zu, dass ihr das ausseht. So, das fährt zu. Bom. Wir haben mehr Armor. Und ja, auf geht's halt auf. So. Ja, wir haben einen ziemlich übersichtlichen Bereich. Wir haben sehr, sehr viele MFDs. Das sind alle. Also, hier, wir haben hier wirklich halt alle MFDs, die man so haben kann. Jetzt stellt euch vor, man hat noch den neuen Helm, der dann oben links und oben rechts quasi die beiden Teile hier, also das Target und das Self-Target sozusagen anzeigt. Also wir haben hier, ja, 8 mal MFDs. Und die braucht man eigentlich gar nicht, weil das ist gar nicht der Scansitz, sondern das ist einfach nur, dass man gut fliegen kann anscheinend. Der Scansitz, der befindet sich natürlich nämlich hinten. Wenn wir hier durchs Schiff gehen, wir haben nicht viel. Wir haben wirklich nicht viel in diesem Schiff. Also ich kann euch nicht super viel zeigen. Wir haben eine coole Beleuchtung, die haben sie irgendwann nochmal geändert. Das war so, ihr erster Test von der neuen Art der Beleuchtung. Das hat man in einem CitizenCon-Video letztes Jahr, glaube ich, gesehen. Wir können eine Menge Sachen aufmachen.
So. Hier oben die noch nicht. Ja. Aber all in all ist hier schon ein bisschen was, was wir aufmachen können. Ein bisschen was, wo wir drauf rumdrücken können. Und wir haben... Ich glaube, das ist sogar relativ neu. Ich glaube, das hier ist sogar neu reingekommen. In irgendeinem Update haben sie das hier, glaube ich, reingebracht. Bin ich mir fast sicher. Fast. Ich bin, also nicht 100%, vielleicht der ein oder andere OG unter euch kann das bestätigen. Ich glaube, das hier ist neu, weil ihr seht es. Hier sind 4 Waffen für Langwaffen. Es sind 6 Pistolen. Wir haben hier unten noch Munitionsdinger. Und wir haben hier dann quasi ja, die Schleuse oder den Anzugsraum, wie auch immer wir das nennen wollen. Ich glaube, das war früher nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist neu reingekommen. So, dann haben wir ein Bett mit Sitzen und Hinlegen. Wir haben im Bett noch Sachen, die nichts bringen. Ja, also man kann es noch nicht benutzen. Und über dem Bett haben wir eine Mikrowelle oder ein Safe. Ich bin mir nicht zu 1000% sicher. Ich gehe von Mikrowelle aus, dass man sich hier was schnell zu essen machen kann, weil ich glaube, das hier ist ein Kühlschrank. So, weitere Knöpfchen, die wir drücken können, nicht drücken können. Ist leider gelockt. Können wir nicht anlocken. Schade eigentlich, aber das ist auch nur der Live-Support und der Quantum Drive. Warum sollte man da auch schon drankommen können, nicht wahr? So, hier oben, das hier sind Server-Racks. Glaube ich zumindest, sollten Server-Racks sein, ob man so ein bisschen was speichern kann. Hier haben wir noch weitere ja, Sachen, die gelockt sind und nicht aufgehen. Da werde ich dir wütend. Zack. Hier der Knopf fürs Auf- und Zumachen der Tür, der nicht funktioniert. Ich sage euch, wie gesagt, das Schiff hat leider, dem Schiff fehlt Liebe. Dem Schiff fehlt eine Menge Liebe und man merkt es einfach. Also innen fehlt ihm die Liebe oder es fehlt ihm die Liebe, ich sag mal, es fehlt ihm die Liebe von CIG, weil innen hat es eigentlich schon die Liebe bekommen mal. Das Schiff ist nicht schlecht, ja. Wir haben hier eine Duschtoilette, ja, das ist quasi ein Sitz. Also man hat eigentlich derzeit einen Doppeltaxi. Man kann hier einen hinsetzen und einen hier hinsetzen und ja, man hat quasi ein super wunderschönes Taxi. Mehr ist es halt wirklich nicht. Mehr ist es halt nicht. Man kann sich hier halt draufsetzen, wenn man das möchte. Hier könnte man duschen, Emergency. Und das ist das gesamte Schiff. Ja, wir haben jetzt hier noch diesen Sitz. Use Support Station. Und die usen wir jetzt einfach mal, nur damit ihr seht, wie sehr dieses Schiff halt Liebe schon bekommen hat. So. Bam. Und Power on. So. Und... ja, das war's dann. Also, das hört sich jetzt so blöd an, ne? Aber das war's halt. Man kann jetzt von hier aus nichts irgendwie machen oder so. Das wird mal der Scanning-Stuhl, glaube ich. Ich denke mal, dass, weil das hier ist ja verbunden. Hier seht ihr es auch, Scanner Station. Das ist ja direkt verbunden mit dem hier oben, ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendwann mal richtig geil wird. Aber bisher ist es das halt leider nicht. Was ich euch auch nicht zeigen kann hier in dem Schiff, das ist kein Fighting-Schiff. Normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, dann lass uns jetzt eine Runde fighten. Wir fliegen jetzt raus. Und das Schiff ist aber absolut kein Fighting-Schiff. Ich kann euch ganz kurz zeigen, was es für eine Bewaffnung hat. Und dann werdet ihr sehen, jo, okay, das hat keine Bewaffnung. Hier, 2 Badger. Also, ja, es sind keine 2 Bulldogs, aber es sind 2 Badger. Also, 2x heißt 2. Gegimbelt, ja, immerhin. Da können wir ein bisschen uns verteidigen. Raketen. Fehl am Platz. Wir haben keine Raketen. Und, ja, das war's. Das ist das gesamte Schiff. Ich kann euch hier in diesem Schiff nicht zeigen, wofür es eigentlich der Einsatzbereich eigentlich ist. Weil der Einsatzbereich ist das, was ich euch am Anfang zeigen wollte. Ihr könnt euch auf einen Stein hocken und von da scannt ihr ein gegnerisches Gebiet. Das Schiff soll laut Broschüre extremst gute Panzerung haben, die noch nicht im Spiel ist. Und es soll auch für seine Verhältnisse einen guten Schild haben, der auch noch nicht im Spiel ist. Und deswegen sind wir leider hier bei einem Schiff, was... Naja, ich sag mal so, ich fahr mal hier alles ein. Ich mach mal die VTOLs, fahre ich mal auch nach hinten, so,
Und dann kann ich euch zumindest eine Sache zeigen, weil das kann das Schiff ganz gut. Es kann eigentlich, dafür, dass es so aussieht wie eine Schildkröte, hat es eigentlich eine relativ gute Bewegungsfreiheit, nenne ich es mal. Das Schiff ist nicht sonderlich schnell. Also selbst wenn ich hier, ne, selbst wenn ich jetzt hier Vollgas gebe, dann kann ich nicht so viel machen. Thruster, die geben nach vorne gut Gas. Ist keine Herald. Ja, die Herald ist ja eher dafür da, reinkommen, scannen, wegfliegen. Und hier ist es halt eher so, ja, wirklich verstecken. Also das, was ich euch gezeigt habe mit dem, okay, wir gehen jetzt quasi hier auf einen Stein drauf und sind dann der Stein. Vielleicht explodieren wir jetzt nochmal, wer weiß das schon. Aber das ist tatsächlich der Sinn von diesem Schiff. Denn wenn wir das hier ausmachen und uns dann quasi hier drauf hocken würden. Ey, also das ist nicht gelogen. Man sieht einen hier so gut wie gar nicht. Und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Das muss man halt wirklich sagen. Es geht halt nicht, ne? Ich will nicht schon wieder explodieren, deswegen. Es geht halt nicht, aber stellt euch vor, die Lichter wären jetzt noch aus, ja? Und wir hätten nur diese Scanning Station aktiv. Das wäre ein fast unsichtbares Schiff, weil man kann ihn durch Cross-Section nicht sehen, man kann ihn kaum durch irgendwas anderes sehen, weil er nicht wirklich die großen Infrarot- oder EM-Signaturen hat. Das ist schon ziemlich geil. Aber, wie gesagt, ist noch nicht im Game. Ich wollte euch das Schiff aber einfach nur zeigen, A, weil es jetzt quasi gerade im Ship-Showdown ist und B, weil es halt wirklich meiner Meinung nach viel mehr, viel, viel, viel mehr Liebe verdient hat, weil es ein wunder, wunder, wunderschönes Schiff ist. Die kleine süße Schildkröte mit ihren kleinen Besonderheiten sollte von CIG endlich mal wieder beachtet werden. Wir brauchen Scanning, Exploration. Das sind Sachen, die wir als nächstes im Spiel brauchen. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle wünsche ich euch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Wie gesagt, Fighting mit dem Schiff macht keinen Sinn. Ihr könnt es derzeit als Taxi benutzen. Ihr könnt es derzeit einfach für Bunkermissionen benutzen. Ja, also fliegt dahin, macht Bunkermissionen, wenn ihr die Terrapin habt. Ihr habt gesehen, ihr könnt ein bisschen was an Waffen dann mitnehmen. Ihr habt ein bisschen Platz innen, also ihr könnt auch ein paar Leichen mitnehmen und so weiter und so fort. Aber all in all hat es leider ansonsten keine wirklichen Ingame-Vorteile, jetzt eine Terrapin zu nehmen oder irgendein anderes Schiff zu nehmen. Weil Fighting ist in diesem Schiff nicht wirklich krass und naja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte gerne hier dieses Schiff mit mehr Liebe, denn es ist wunderschön. Also wirklich, es ist wunderschön. Und deswegen, CIG, falls ihr das hier seht, lasst doch dem guten Stück ein bisschen Liebe zukommen. Dankeschön fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.